Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch Planet Zoo vorstellen. Ich möchte dieses Mal mehrere Teile machen, dass das Video nicht so lang wird. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit Teil 1 von Planet Zoo. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil, wo ich euch das Spiel Planet Zoo vorstelle. Wie schon im letzten Video gesagt, geht es in diesem Spiel darum, einen Zoo aufzubauen und sich gut um die Tiere zu kümmern. Ihr seht schon hier im Hintergrund meinen Zoo. Bis jetzt haben wir sehen hier unten die Tier. Hier sehen wir die Tieraufbewahrung. Wenn wir ein Tier kaufen, müssen wir es vorher in der Tieraufbewahrung lassen und das Gehege vorbereiten für das Tier. In Teil 1 des Videos werde ich euch die ersten Gehege zeigen. Fangen wir gleich hier mit diesem Gehege hier an. In diesem Gehege befinden sich Bären, genau gesagt Isabelbären. Heißen die, und wir schauen mal, wo die Tiere gerade sind. Sie können sich hier in ihrem Gehege frei herumbewegen, und die Tiere haben auch verschiedene Ansprüche, die man beim Gehegebau und bei der Gehegeeinrichtung beachten sollte. Hier haben wir den Bären namens Amaya. Hier sehen wir eben das Tierwohlbefinden. Hier sehen wir, was dem Tier alles passt und eben nicht passt. Zum Beispiel das Gelände ist für dieses Tier absolut nicht geeignet. Um das werden wir uns auch noch kümmern. Pflanzenarten und Bepflanzung sind für dieses Tier absolut nicht geeignet. Okay. Hier unten sehen wir, dass wir dringend einen Tierpfleger rufen sollten. Den rufen wir jetzt nicht nur für dieses Tier, sondern generell für dieses Gehege. Das machen wir, indem wir auf das Gehege draufklicken und auf Tierpfleger dringend rufen. Dann können wir hier den Tierpfleger finden, der befindet sich schon sehr in der Nähe bei dem Gehege. Okay. In diesem Gehege befindet sich allerdings nicht nur ein Bär. Ich habe das Gehege vergrößert, da es zu sehr vielen starken Kämpfen kam. Weil das Gehege dann zu klein wurde. Wir sehen hier Tierarten im Gehege. Gerade befinden sich drei Tiere im Gehege. Es waren mal mehr, aber ich musste dann Tiere auswildern, da es eben zu diesen Kämpfen kam. Hier sehen wir verfügbares Futter und Schlafmöglichkeiten. Wir haben gerade den Tierpfleger gerufen, damit er das Futter auffüllt. Und wir müssen jetzt allerdings für das Bärengehege noch mehr Schlafmöglichkeiten machen. Das machen wir, indem wir hier unten auf Gehege klicken und dann hier auf Schlafmöglichkeiten und Rückzugsorte. Hier sehen wir dann einiges. Wir können uns jetzt hier aussuchen, was wir wollen. Wir haben schon zwei Hütten. Hier sind eben die Schlafmöglichkeiten. Wir können jetzt entweder noch eine Hütte hinzufügen oder nur die Schlafmöglichkeiten. Hier haben wir Blätter als Schlafmöglichkeit und eben, weiß ich nicht genau, was das ist, ich denke aber Heu. Schauen wir mal. Hier haben wir nirgends eine Schlafmöglichkeit. Okay. Dann werden wir wohl eine machen müssen. Machen wir hier mal eine extra große aus Heu. Die legen wir hier hin. Wir erhöhen sie ein bisschen, dass sie nicht im Boden ist. So. Dann machen wir hier noch eine weitere Mittel. Und eine große. Also nicht extra groß, sondern groß. So, dann haben wir hier drei. Das würde in dem Fall jetzt schon genügen. Aber wir machen in dem anderen auch noch
Schlafmöglichkeiten. Und einen hier noch in der Sonne. Ich denke, dass die Tiere dieses Gehege bevorzugen, diese Hütte bevorzugen, diesen Rückzugsort, da sie hier mehr zum Spielen haben und eben mehr Schatten, da sie hier die Bäume vor der Sonne schützen und hier haben sie eben gar nichts. Aber ich sehe auch hier sehr selten einen Bären. Wir können auch unter Natur solche Bäume eben hinzufügen, die ein wenig Schatten geben. Wenn wir zum Beispiel Berg Ahorn, können wir uns natürlich immer zuvor ansehen, wie groß der Baum ist. Er bietet jetzt nicht so viel Schatten, aber wir haben auch hier eine Buche, die ist schon deutlich größer und bietet auch deutlich mehr Schutz vor der Sonne. Wäre jetzt natürlich praktisch, wenn wir den irgendwo hier zum Beispiel. Steht er nicht im Wasser, aber ja, hier können sie eben auch schwimmen. Er gibt viel, viel Schatten für das Gehege. So, und der letzte Punkt zu diesem Gehege möchte ich euch noch zeigen, was ich hier alles eingerichtet habe. Dieser Teil des Geheges gefällt ihnen sehr, da hier ihre Wünsche erfüllt werden, ihre Spielwünsche, die sie haben, weil sie brauchen ja auch Beschäftigungen und die haben sie hier alle. Wir sehen gerade diesen Bären. Wir können ihn hier genau beobachten und eben genau sehen, was er macht. Er rennt jetzt gerade mit diesem Würfel herum, den er gerade ins Wasser hat fallen lassen. Der treibt jetzt hier mal. Und wie wir sehen, dieser Bär hier war gerade auch im Wasser baden. Sie haben hier einen kleinen See, den mögen sie wahrscheinlich auch deswegen lieber, weil der eben mehr Schatten geschützt ist als der. So, das war das erste Gehege und das nächste Gehege machen wir dann im nächsten Teil.